Willkommen zu einem neuen Video bei GarageBuilds. Und zwar beim letzten Part haben wir das Auto ja das erste Mal gestartet, weil ich einfach wissen wollte, ob Motor noch läuft. Nach so einem Unfall kannst du das nie sagen. Du weißt nicht, wie lange war der Motor noch nach dem Unfall an, weil Öl ist natürlich alles ausgelaufen bei dem Ölkühler, ist kaputt gegangen beim Unfallort und dementsprechend, ja, das ist halt nicht so schön, wenn das Auto dann leer läuft, was öltechnisch angeht und dann immer noch weiterläuft oder er weiterfährt, von der Fahrbahn fahren wollte, weil der auf der Autobahn, glaube ich, war. Und ja, ist natürlich dann nicht so gesund, deswegen war mein erstes Goal, dieses Auto einfach zu starten mit neuem Öl drin, um zu gucken, ob der Motor das wirklich alles gut, gesund überlebt hat. An sich hat sich auch alles sehr schön angehört. Ich würde sagen, ich mache jetzt ein, zwei Frequenzen hier rein, wie sich das, wie Kaltstart war, Motorlauf und. Danach fangen wir jetzt direkt an, das Ganze hier auseinanderbauen, hier alles frei machen, den Kotflügel dort abnehmen, um zu schauen, wie diese Seite heile überhaupt aussehen muss. Weil hier stelle ich mir noch ein paar Fragen, weil man kann sehen, der ist halt gedrückt in diese Richtung. Vermute ich sehr stark, so wie es für mich augenscheinlich hier aussieht. Deswegen dort die Seite abnehmen, um einfach so einen Vergleichswert immer zu haben. Unser Kühlerpaket hier. Der Wagner Ladeluftkühler ist auch heile. Das war mir sehr, sehr wichtig, weil ich weiß nicht, was kostet der? 600 Euro. Warte, ich guck mal auf die Schnelle, weil das interessiert mich jetzt auch. Wagner Ladeluftkühler für einen 335i. Wagner Ladeluftkühler. Ja, da war ich gar nicht so schlecht, ey. Was habe ich eben gesagt? 600? Mhm. 625 Euro. Ja, 625 Euro kostet der. Das haben wir uns gespart. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Was nicht so geil ist,
Ihr müsst euch vorstellen, immer wenn ihr einen Frontunfall habt, dann ist Kühlerpaket eigentlich immer Schrott, weil es besteht nur aus Plastik und irgendwas bricht dort immer. So muss das Ganze aussehen. Hier auf der Seite ist es jetzt gebrochen. Und ihr müsst euch vorstellen, das ist das Einzige, was kaputt gegangen ist. Nur dieses kleine Ding, was hier dran hängt, musst du jetzt komplett ersetzen. Ist nicht so geil, aber ja, gehört dazu, ne? Muss man immer mit einberechnen. Ich würde sagen, wir gehen nach vorne, denn da wird das jetzt sehr, sehr interessant, denn wir können sehen, wie der Träger aussieht. Ich zeige euch das mal. So, wir haben jetzt, also der Träger ist nach oben gedrückt und da seht ihr das Loch. Wartet mal. Ich brauche irgendwas. Das lang. So, hier seht ihr das Loch, ne, wo der sich nach oben gedrückt hat. Hier ist der gestaut. Hier hat er sich geöffnet. Und hier haben wir auch eine kleine Beule. Hier. Ja, an sich eigentlich sehr gut machbar. Ich würde sagen, das könnte man oder wird man hinbekommen, ohne den Motor jetzt ausbauen zu müssen. Das wird so funktionieren. Wie wir das genau machen, wissen wir selber noch nicht. Wir hatten erst irgendwie so eine Planung. Du kannst bis hier kannst du was reintun. Theoretisch kannst du das alles hier ausfüllen mit irgendwas und dann kannst du den versuchen runterzudrücken. Wie gut das klappen wird, wissen wir nicht. Vor allem auch, weil das Ganze hier hängt mit dem zusammen. Wenn du den ziehen willst, musst du natürlich mehr Kraft aufbringen, damit du den hier auch mitnimmst. Das werden wir als erstes versuchen. Das wäre natürlich die einfachste Möglichkeit. Wenn das nicht funktioniert, müsste man vielleicht den hier aufbohren, dass du den sozusagen, dass du die zwei Sachen voneinander trennst, dass du weniger Kraft brauchst, um den nach unten zu bekommen. Wie gut das alles funktioniert, Jungs, ich weiß es nicht. Das ist aber so erstmal das Vorgehen, was wir geplant haben. So, dann hier an dem Querträger, hier sieht man auch, der ist eingedrückt. Wir können ja Vergleich machen. Kriegst du die Linie hier drauf? So ein bisschen. Und jetzt gucken wir uns mal die andere Seite an, wie die aussieht. Da sieht man halt, dass der auf jeden Fall nach innen gedrückt wurde. Ja, Schlag hier drauf bekommen, ganzer Träger ist mit nach innen gegangen. Muss man halt wieder rausziehen, ne? Hier abschneiden, neues dran schweißen. Weil das hier kannst du nicht mehr retten. Beziehungsweise kannst du, aber es ist viel zu viel Aufwand, kannst lieber abschneiden und neues dran schweißen. So, davor, bevor wir das mit dem Ganzen anfangen, haben wir noch ein paar Sachen zu demontieren, damit wir mehr Platz haben, um das alles zu richten, weil Platz ist irgendwo A und O. Bis auf Motor, den will ich am liebsten nicht ausbauen für sowas, weil das ist halt viel zu viel Aufwand dann. So, dann haben wir noch diesen Querlenker hier. Komm mal her. Der Querlenker, ihr seht selbst, wie der hier sitzt. Das habe ich euch schon mal gezeigt, glaube ich. Den werde ich jetzt einfach hier in der Mitte einmal durchflexen. Dann kann man den runternehmen. Dann muss der Querlenker, der hier, muss auf jeden Fall auch noch getauscht werden, weil der komplett gestaut ist und viel zu weit hier hinguckt. Das sind auf jeden Fall die zwei, die erstmal getauscht werden müssen. Der hier oben auch, ich weiß gar nicht, der kommt von der Stabilisationsstange hier. Wie genau der sich nennt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er auch so einen ganz kleinen Bogen. Also minimal vermute ich mal, dass er auch was abbekommen hat. Den müssen wir auch tauschen, aber erstmal demontieren und. Und dann gucken, was weiter der Plan ist. Aber das ist erstmal Stand der Dinge. So wollen wir das gerne machen. Querlenker ist jetzt ab. Ihr könnt sehen, wie beweglich das Ganze jetzt ist. Jetzt können wir den auch gerade stellen, den hier. Theoretisch müsste nur ein neuer Querlenker und ich glaube, dann wird schon 95% von dem Ganzen hier wieder vernünftig stehen. Aber zur Sicherheit mache ich den noch neu, mache den dünn hier noch neu.
Und das hier sieht eigentlich ganz gut aus, die Spurstange hier. Antriebswelle werde ich auch erstmal lassen. Wenn die nicht funktioniert, natürlich auch tauschen. Aber vorerst lasse ich erstmal diese. So, zwei Tage später. Ohne Witz, ich glaube im letzten Part war es richtig, oder da war es noch sehr warm mit Pullover arbeiten und und. Jetzt ist 1 Grad, Alter. Von wie viel hatten wir letzte Woche? 13, 14? Ja. 13, 14 Grad, eine Woche später 1 Grad. Deswegen bin ich so fett angezogen. Mir friert auch alles. Auf jeden Fall. Wir haben das ganze Auto jetzt einmal gerade gestellt, hier auf diese Kanthölzer, dann ausgemessen. Das Auto steht jetzt 100% gerade. So, ja, was haben wir dann gemacht? Dann haben wir ein bisschen gemessen, so wo was hingegangen ist. Der hier ist auf jeden Fall nach oben gegangen. Dadurch, dass der hier eingeknickt ist, ist der hier halt nach oben gekommen. Und der Träger ja sowieso komplett nach oben. Dann haben wir uns hier so ein gutes Ding gebastelt. Warte. Den haben wir hier vorne. Den da, zeig mal da. Den haben wir hier vorne zugeschnitten, dass er halt perfekt in den Träger passt. Der passt auch, wie ihr sehen könnt, sehr, sehr gut. So. So, der geht ungefähr bis hierhin. Hier hast du halt diese Verstärkung und weiter kommst du halt nicht, ne? Bis hierhin geht der. Das ist eigentlich schon ein relativ gutes Stück. Dadurch, dass wir so einen langen Hebel haben, kann man viel Kraft aufwenden. Und hier ist halt der Knick, den wir nach unten bekommen möchten. Hier haben wir das Ganze dann abgestützt. Hier, das ist halt... runterdrückt und dann hier sozusagen aufhört zu drücken, dass er nicht auf der ganzen Länge drückt. Der wird sowieso nicht so weit kommen, weil das ist hier alles so verstärkt, das würden wir gar nicht hinbekommen mit dem. Auf jeden Fall, unser Problem jetzt ist noch, warte, stell dich mal hier, film mal so, hier das, den Arsch vom Auto. Wenn wir jetzt hier vorne drücken, ihr seht selbst, was hinten passiert, oder zeig mal, was hinten passiert. Also das ganze Auto wackelt hinten halt mit, ne? weil der halt seinen Federweg dort hat. Jetzt ist die Frage, wie stabilisieren wir die Scheiße hier hinten? Theoretisch können wir jetzt Betonsäcke kaufen, einfach 5 Tonnen und die da reinhauen. Weiß nicht, ob das was bringen würde, ehrlich gesagt. Ja, irgendwie muss man das Auto jetzt hinten festbekommen. Ich weiß nicht wie. Jetzt auf die Schnelle. Oder wir lassen uns was anderes einfallen mit dem hier, ne? Dass wir dann irgendwie mit Umlenkrollen sozusagen hier so nach unten ziehen und dann hier über den, dass man halt sowas hier baut. Das wäre auch so eine Möglichkeit noch. So, wir haben jetzt eben gedrückt. Dabei ist uns der Träger hier ein bisschen nach oben gekommen. Das ist kein Thema, das kann man runterdrücken. Aber wir konnten den Träger jetzt auch 1 cm nach unten bekommen. Wir müssen noch 2 cm. Aber das ist halt keine Lösung, weil wir würden hier einfach weiter nach oben drücken, dadurch, dass er hier nachgegeben hat. Du löst. Ja, ja. Ja, gestern haben wir den noch gedrückt und zwar hatten wir... Ich habe leider nur eine kurze Aufnahme davon. Wir hatten hier die Kette drum und hier die Ratsche und haben den halt so runtergezogen. Das hat auch mäßig funktioniert. An sich war die Idee gar nicht so schlecht. Wir konnten den damit nochmal 1 cm ziehen. Aber ja, wie gesagt, nur eine kleine Aufnahme, weil mein Akku leer gegangen ist und ich wollte jetzt nicht 3-4 Stunden nichts machen und hier aufhören, wieder alles abbauen, wieder aufbauen. Das ist immer sehr viel Aufwand. Deswegen haben wir einfach weitergemacht. Wie gesagt, wir konnten den dann noch 1 cm lang drücken. Oder weiter runter drücken. Uns fehlt jetzt immer noch ungefähr 1 cm. Den müssen wir jetzt mit dem Dowser hinbekommen. Das werde ich aber beim nächsten Part zeigen, weil die Arbeit mit dem Dowser, die wird sich ziehen. Das wird sich bestimmt auf 20, 30 Minuten hinarbeiten. Deswegen machen wir das lieber im nächsten Part, wo alles dann zusammen ist mit dem Dowser. Wenn ich jetzt hier anfange, 5 Minuten mit Dowser arbeiten und beim nächsten Part dann 10 Minuten, das ist irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes. Deswegen alles in ein Part. Und hoffentlich klappt das dann. Dann kann man hiermit anfangen und das dann, wenn es geht, auch in ein Part packen. Bis auf dieses Teil hier vielleicht. Aber zumindest den hier hinten schon mal überall richten. Ich würde sagen, wem das Video gefallen hat, gerne Abo dalassen. Also freut mich sehr, wie der BMW bei euch ankommt. Aber ich bin ein sehr vielfältiger Mensch. Ich mag Audi, BMW, Mercedes, ich mag JDM-Karren. Deswegen, bei mir gibt es nicht nur BMW. Und irgendwie nur eine Marke, sondern alles querfällt durch, was sportlich ist, was schnell ist, was Spaß macht.
Aber ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche Sonntag.